Hallo, herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Dr. Med KI, einem gemeinsamen Format vom KI-Campus und der Charité Universitätsmedizin. Mein Name ist Kerstin Ritter, ich bin Juniorprofessorin für Computation Neuroscience an der Charité. Und nachdem wir in der ersten Staffel vor allen Dingen über Grundlagen von KI, also was ist KI und wie funktioniert maschinelles Lernen, gesprochen haben, möchten wir in dieser Staffel tiefer in verschiedene Anwendungsgebiete von KI in der Medizin einsteigen. Also wie wird KI zum Beispiel in der Pathologie oder Neurotechnologie eingesetzt? In der heutigen Folge widmen wir uns einem sehr spannenden Thema, nämlich der Neurobildgebung, einem Teilbereich der Neurologie und Psychiatrie. Und ich freue mich sehr, hier meinen ersten Gast zu begrüßen, Fabian Eitel. Fabian Eitel ist Informatiker und ausgebildeter Data Scientist und promoviert bei mir in der Arbeitsgruppe Maschinelles Lernen in der klinischen Neurobildgebung. Hi Fabi. Woran arbeitest du? Hallo Kerstin. Im Grunde genommen forsche ich zu Algorithmen, die automatisch in Gehirnbildern Krankheiten erkennen sollen. Und was für Krankheiten versucht ihr hier zu erkennen? Es sind einerseits neurologische Erkrankungen. Da haben wir vor allem Schwerpunkt auf Alzheimers und Multiple Sklerose, aber auch psychische Erkrankungen wie zum Beispiel Depressionen oder Zwangsstörungen. Und was für Daten guckt ihr euch hier genau an? Wir verwenden strukturelle MRT-Bilder. Das sind 3D-Bilder von Gehirn. Die zeigen die Struktur, also die Anatomie des Gehirns. Das unterscheidet sich von funktionellen MRT-Bildern, wo man auch noch eine temporale Komponente hat, wo man über die Zeit irgendwie sehen kann, wie sich die Ströme im Gehirn verändern, wenn man irgendwie bestimmte Stimuli verwendet. Und unsere Bilder sind eben statisch und verändern sich im Laufe des Lebens, aber eben auch stark von manchen Krankheiten. Und wie kann man nun bestimmte Krankheiten erkennen? Also du hast zum Beispiel Alzheimer-Erkrankung erwähnt. Alzheimer-Krankheit ist daher ein interessantes Forschungsschwerpunkt für uns, weil es gut zu erkennen ist. Was im Gehirn passiert, ist sogenannte Atrophie. Das sieht man auf den Bildern gut, dass das Gehirn kleiner wird, vor allem an den Rändern im Gray Matter-Bereich, aber eben auch die Ventrikel, das sind große Bereiche im Zentrum des Gehirns, wo eben keine Gehirnmasse ist, die werden deutlich größer, also da wird die Gehirnmasse einfach kleiner. Und das macht es als Krankheit sehr gut erkennbar auf MRT-Bildern und somit auch eine einfache Aufgabe für unsere Algorithmen. Und wie unterscheiden sich diese Alzheimer-Prozesse vom normalen Alterungsprozess? Beim normalen Alterungsprozess hat man auch Formen der Atrophie und das Gehirn wird eben kleiner. Allerdings passiert das beim Alzheimer-Prozess deutlich schneller und deutlich verstärkt. Und das macht es aber da kommt dann wieder so ein bisschen diese Schwierigkeit hinein. Weil tendenziell wir diese ähnlichen Prozesse auch bei normalen alternden Gehirnen eben feststellen. Und da wirklich die Unterschiede festzustellen, da wird es dann schon wieder kniffliger. Und da sind eben solche Algorithmen auch hilfreich. Und was für Algorithmen verwendet ihr hier genau? Also die Methoden, die wir verwenden, das sind, also wir haben, unsere Gruppe hat vor allem einen Schwerpunkt auf Convolutional Neural Networks. Das ist eine Methode des Deep Learnings. Wir verwenden aber auch ganz andere Methoden, Convolutional Neural Networks bieten sich für diese Art von Daten eben besonders an. Und kannst du noch mal kurz erklären, wie die funktionieren? Also das Interessante an CNNs, warum wir die verwenden, ist eben, dass sie besonders gut bei Nachbarschaftsinformationen funktionieren. Also wenn wir davon ausgehen können, dass wir in unserem Input-Daten Informationen haben, die in Relation zueinander stehen, immer abhängig davon, wo sie liegen. Das hat man eben bei Bildern, das hat man bei Text, das hat man aber nicht zum Beispiel bei tabellarischen Daten. Also wenn wir jetzt irgendwie nur eine Tabelle mit klinischen Informationen von jemandem hätten, dann würden da keine relevanten Zusammenhänge entstehen, nur davon, wo sie liegen. Und das haben wir eben dadurch, dass MRT-Bilder letztendlich auch nur Bilder sind, zwar in 3D und mit gewissen Unterschieden noch zu normalen, so Fotos zum Beispiel. Aber da haben wir eben auch diese Nachbarschaftsinformationen, wo eben CNNs hilfreich sein können über diese Convolutions, die wir da haben. Aber man muss auch ganz klar dazu sagen, es ist nicht die einzige Methode, die wir verwenden.
Es gibt viele Methoden, wie zum Beispiel Support Vector Machines oder auch lineare und logistische Regressionen, die sehr effektiv sein können, vor allem auf den Datensatzgrößen, die wir haben. Ja, dann frage ich mich, was ist denn der Mehrwert von Deep Learning? Wenn das jetzt funktioniert, ist es auch schon mit einfachen Methoden gut oder braucht man wirklich Deep Learning? Ja. Mhm. Das ist man könnte sagen, so eine Art Grundsatzfrage auch. Da wird viel diskutiert natürlich im Forschungsbereich. Man kann sie nicht hundertprozentig beantworten. Es gibt manche Anwendungsgebiete, wo einfache Methoden, lineare Methoden super gut funktionieren. Andererseits gibt es aber auch Anwendungsgebiete, wo die nicht so gut funktionieren. Und so ein bisschen ist natürlich immer so für uns der Ansporn, okay, was können wir noch bei rausholen? Wie können wir mit diesen Methoden deutlich besser werden? Da müssen wir aber davon ausgehen, dass auch genug Nichtlinearität in diesen Daten steckt. Also dass da genug Information drin steckt, die wir mit den Datensatzgrößen, die wir haben, herausfinden können. Und diese Algorithmen, müsst ihr die immer jedes Mal neu einpassen oder ist das quasi ein Algorithmus, den ihr reinsteckt und der funktioniert dann für alle Daten? Meistens fängt man immer wieder bei Null an. Man hat einen Datensatz, der hat eben andere Eigenschaften als ein anderer Datensatz. Zum Beispiel die Bildgröße ist anders oder das Dateiformat oder auch die Datenstruktur ist leider oft sehr, sehr durchmischt und deswegen muss man oft wieder von Null anfangen. Aber was es zum Beispiel auch gibt, ist, dass man sagt, wenn man einen Datensatz hat, der nicht ganz so groß ist, dann kann man das sogenannte Transfer Learning machen, dass man zuerst auf einem etwas größeren Datensatz trainiert und dort schon mal erste Feature Extractors lernt, mit denen man dann die eigentliche Aufgabe, die man trainieren möchte, das eigentliche Netzwerk dafür schon mal initialisiert. Und dadurch kann man dann schneller auch im Idealfall auf dem eigentlichen Task lernen. Und wie viele Daten braucht man, damit Deep Learning gut funktioniert hier? Es ist nicht so eindeutig, wie viele Daten man wirklich braucht. Tendenziell kann man sagen, umso mehr ist immer besser und wichtig ist auch, saubere Daten zu haben und saubere Labels. Es gibt so eine Regel eigentlich, man sollte möglichst mehr Daten haben, als man Features hat, also als man einzelne Informationspunkte pro Datenbeispiel hat. Das ist bei uns bei weitem nicht der Fall, weil so ein Bild ist ja riesig eigentlich, vor allem dadurch, dass es 3D ist und so viele Samples könnten wir niemals bekommen oder erheben. Aber so im Computer Vision Bereich, da wird viel so von mindestens 1000 Samples pro Klasse gesprochen. Das ist aber stark davon abhängig, was für eine Aufgabe hat, wie schwierig die Aufgabe ist. Und man kann natürlich auch, manchmal kann man auch schon einzelne Unterschiede mit wenigen Daten feststellen, halt mit linearen Modellen. Aber wenn man wirklich diese Vorteile von diesen sehr komplexen nicht-linearen Modellen verwenden möchte, dann bräuchte man deutlich mehr Daten. Und was ist so eine typische Größe von Datensätzen, die ihr jetzt untersucht? Also wir haben ganz unterschiedliche Datensätze. Wir bekommen die einerseits von öffentlichen Quellen. Also die kann man sich frei aus dem Internet herunterladen. Aber wir bekommen eben auch Datensätze aus der Charité oder von Kooperationspartnern. Und da variieren die teilweise von wenigen hundert Beispielen oder Samples bis zu mehreren tausend. Und die größten, die wir haben, die sind so an die 40.000 Bilder. Und damit kann man dann schon was ganz Spannendes machen, ja. Okay, und du hattest jetzt Alzheimer schon erwähnt, dann hattest du Multiple Sklerose erwähnt. Wie sehen Gehirnveränderungen hier aus? Genau, das Multiple Sklerose ist eben auch für uns sehr spannend, dadurch, dass wir da auch einen sehr starken Biomarker haben. Das sind vor allem diese sogenannten Läsionen. Das sind so Art Kratzer im Gehirn, so kann man die, also in den Gehirnbildern kann man sie gut erkennen. Das sind Entzündungen und die werden eben auf den MRT-Bilder, also es gibt die Flair-Sequenz, dort werden sie als sehr starke weiße Bereiche dargestellt, also man nennt sie White Matter Hyperintensities. Und das ist eben etwas, was so ein Algorithmus auch sehr gut herausgreifen kann und was wir eben auch untersucht haben an unseren Algorithmen, dass es von dem Algorithmus sehr, sehr stark verwendet wird zur Entscheidungsfindung.
Okay, und wenn du sagst, dass der Algorithmus das dann verwendet, wie kriegt man dann überhaupt raus, was der Algorithmus eigentlich benutzt für die finale Entscheidung? Also oft spricht man davon, dass diese Deep Learning-Modelle so Blackbox-Modelle sind, dass sie gar nicht sehr transparent sind, was auch stimmt. Also diese Modelle zu verstehen, ist gar nicht so einfach. Es gibt mittlerweile aber sehr, sehr viel Forschung in dem Bereich der Erklärbarkeit, der Explainable AI. Und da versucht man eben über sogenannte Attribution Methods erklären, was für Input-Bereiche sich das Modell angeschaut hat, während es Inferenz macht. Also während es sich ein Bild anguckt und versucht, das zu klassifizieren. Und dadurch erzeugen wir so Heatmaps, die wir über das Bild legen können. Und dann sind eben die Bereiche, die besonders interessant sind, für eine gewisse Klasse eingefärbt. Und das haben wir eben gemacht bei Multiple Sklerose und haben dort gesehen, dass vor allem diese Läsionsbereiche sehr, sehr starken Fokus bekommen. Aber eben auch andere Bereiche, um die Ventrikel herum zum Beispiel. Und was dann eben für uns auch ganz spannend ist, okay, was können wir eigentlich aus diesen Netzwerken und aus diesen Attribution-Methoden so noch lernen über diese Krankheit, was wir eventuell noch gar nicht wissen. Okay, aber ihr könnt das auch benutzen, um Klassifikationsentscheidungen für einzelne Patienten zu erklären. Also wäre das auch etwas, was vorliegen müsste, wenn man es tatsächlich irgendwann mal in der Klinik anwenden würde? Mhm. Genau, das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, dass man, wenn man sich das so vorstellt, wie würde das eigentlich in der Klinik verwendet werden, dann hilft es nicht nur zu sagen, okay, das ist mit so und so prozentiger Wahrscheinlichkeit einen Alzheimer-Patient oder einen Multiple Sklerose-Patient, sondern man kann dann eben solche Heatmaps noch hinzugeben und dem entscheidenden Arzt eben Hinweise zu geben, warum entscheidet sich das so. Was man da eben auch noch machen kann, sind sogenannte Uncertainties mit reinzunehmen. Wie unsicher ist sich das Modell eigentlich oder wie unsicher ist das Modell mit bestimmten Bereichen des Bildes, um eben nicht die volle Verantwortung auf das Modell zu übergeben, sondern immer noch so ein bisschen den Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine herzustellen. Und was würdest du sagen, wann können solche KI-Methoden tatsächlich in der Klinik eingesetzt werden oder werden sie schon eingesetzt? Also diese Methoden, die wir entwickeln, die werden so noch nicht verwendet. Da sind wir einfach noch in einem sehr, sehr frühen Forschungsstadium. Bis die so weit sind, brauchen wir einfach deutlich mehr Daten, deutlich größere Datensätze und heterogenere Datensätze. Oft ist das Problem, dass Datensätze nur an einzelnen Instituten erhoben werden und dann eben nur von einzelnen Scannern kommen. Aber es lässt sich sehr gut zeigen, dass Datensätze von unterschiedlichen Scannern sich gut unterscheiden lassen, nur anhand von welchem Scanner sie kommen. Und das fällt vielleicht dem Auge gar nicht so erstmal auf, aber die Algorithmen können das super unterscheiden. Und da müssen wir wirklich dahin gehen, weil die Gefahr ist eben, dass wir, wenn wir einen Algorithmus nur auf Daten von der Charité trainieren, dass er dann irgendwie im Klinikum in Hamburg nicht mehr gut funktioniert. Und deswegen brauchen wir Datensätze, die generell genug sind, um sie eben, wenn wir eben eine gewisse Heterogenität schon haben, dann können sie deutlich besser generalisieren auf weitere, noch unbekannte Orte. Aber wäre nicht ein anderer Ansatz auch versuchen, direkt von Anfang an homogenere Daten zu erzeugen, indem man Standards überall einführt und die gleichen Sequenzen, die gleichen Scanner? Das wäre natürlich der andere Ansatz. Und ich glaube, man braucht so ein bisschen beides. Allerdings ist halt so Standardisierung ist sehr, sehr schwierig. Und wir können nicht alle Gruppen dazu zwingen, irgendwie die gleichen Art und Weise die Daten zu erheben oder den gleichen Scanner zu verwenden. Und so ein bisschen ist es ja auch gut, dass es da verschiedene Protokolle gibt und so ein bisschen so ein Wettbewerb, um zu schauen, okay, was funktioniert einfach besser. Aber letztendlich sind die Methoden ja auch, wenn man sie generell genug trainiert, dann sind sie auch in der Lage zu generalisieren zu einem gewissen Grad. Okay, vielleicht nochmal zurück. Wir hatten jetzt Alzheimer und MS. Du hast auch psychische Erkrankungen angesprochen. Wie ist das da? Ist das schwieriger? Mhm. Ja, auf psychischen Krankheiten ist es deutlich schwieriger, solche Modelle zu trainieren. Vor allem eben auf strukturellen MRTs. Da gibt es nur sehr, sehr wenige Veränderungen. Also ich hatte ja eben diese Läsionen und die Atrophie eben angesprochen. Das sieht man zum Beispiel bei einer Depression viel schwieriger. Also das ist auch für einen Experten schwierig, nur anhand vom Radiologiebild zu erkennen, ob das jetzt irgendwie ein depressiver Patient ist oder eine gesunde Kontrolle. Und
Da brauchen wir einfach noch mehr Erfahrung und noch größere Datensätze wahrscheinlich. Hinzu kommt auch, dass in den psychischen Erkrankungen die Erkrankungen selbst deutlich heterogener sind. Also es gibt eine größere Symptomvielfalt, die man haben kann, und die werden halt oft unter den gleichen Schirm gefasst, unter der gleichen Krankheit bezeichnet. Da ist aber die Frage, okay, gibt es da nicht eventuell Subgruppen, die wir noch gar nicht so gut unterscheiden können? Und da ist aktuell sehr, sehr viel Forschung eben auch zu schauen, okay, sollte man solche Erkrankungen vielleicht gar nicht so schwarz und weiß als 1 und 0 sehen, sondern eher als ein gewisses Spektrum, wo einzelne Symptome, aber auch biologische Faktoren, neurologische Faktoren irgendwie so Ausprägungen darstellen und eher daraufhin jemanden irgendwie in so einem Spektrum platzieren. Dass das irgendwie ein Ansatz ist, den man auch dann besser lernen kann mit so einem Modell. Und was eben da auch noch mit hinzukommt, ist oft so die Retest-Rehabilität. Psychische Erkrankungen werden oft auch auf eigenen Aussagen der Patienten diagnostiziert. Und das kann sich leider sehr, sehr stark zwischen verschiedenen Tests unterscheiden. Also wenn man den gleichen Test irgendwie heute macht und dann in 2 Wochen nochmal und dann plötzlich merkt man, oh, in 2 Wochen geht es einem doch viel besser oder geht es einem viel schlechter oder betrachtet Dinge einfach anders und dadurch können solche Tests auch sich unterscheiden. Und da ist so ein bisschen dieser Label-Noise, der dadurch entsteht, ist sehr, sehr schwierig für uns zu trennen. Und könnte man das noch besser standardisieren? Ich nehme an, dass so öffentliche Datensätze schon relativ gut standardisiert sind, aber wenn man jetzt hier in unterschiedliche Psychotherapiepraxen geht oder so, dass da sehr schwierig wäre. Ja, das denke ich auch. Aber also ich denke, da gibt es natürlich auch viel Bewegung und es gibt eben neue Konzepte und neue so Frameworks, auf denen man aufbaut. Und ich glaube, da gibt es halt auch regen Austausch und da wird eben Machine Learning mittlerweile auch viel schon von Grund auf, heutzutage, während man diese Frameworks entwickelt, irgendwie mit daran gedacht. Und das ist für uns sehr, sehr hilfreich. Also wenn wir wirklich davon ausgehen können, okay, die Daten wurden so erhoben, dass sie auch gut für maschinelles Lernen geeignet sind, dann macht das für uns das Leben deutlich einfacher. Und schaut ihr euch nur die Neurobildgebungsdaten, also die strukturellen MRT-Daten an, oder guckt ihr euch auch die anderen Daten an? Wir haben so einen gewissen Fokus natürlich auf die Neurobildgebung und da bieten sich halt auch diese Convolutional Neural Networks besonders an, aber wir schauen uns auch, wenn wir klinische Informationen haben, wie können wir die mit in das Modell integrieren. Das ist auch noch eine offene Forschungsfrage, weil das nicht ganz klar ist, weil wenn wir dann plötzlich tabellarische Daten haben oder unterschiedliche Modalitäten, wie man die am besten verknüpft, wie man das gewichtet und dann aber eben auch, wie man herausfindet, okay, haben die jetzt überhaupt eine Rolle gespielt, was für eine Rolle spielen die? Und da gibt's verschiedene Methoden, die wir auch ausprobieren und was sehr, sehr spannend ist. Okay, und du hast schon verschiedene Herausforderungen genannt, vor allen Dingen eben, dass die Datengrößen zu klein sind, dass sie teilweise nicht heterogen genug sind, damit man Modelle trainieren kann, die gut generalisieren. Was sind noch so Herausforderungen im Feld? Wenn wir noch bei den Datensätzen bleiben, ist es natürlich auch, ist so ein bisschen, es gibt nicht genug wirklich so Benchmarking-Datasets, also so Datensätze, bei denen man einfach mal neue Algorithmen entwickeln kann, neue Methoden. Also was wir halt viel machen können, ist einfache Methoden zu nehmen und die auf unterschiedliche Krankheiten oder Datensätze anzuwenden. Aber was natürlich auch spannend ist, vor allem als Informatiker, zu sagen, okay, können wir uns neue Methoden ausdenken, die spezialisiert sind auf diese Daten. Das ist allerdings sehr schwierig, die zu vergleichen, weil die Performance ist sehr, sehr stark davon abhängig, wie teilt man seinen Datensatz auf, wie macht man das Training-, Validierungs- und Testing-Split, wie vorverarbeitet man die Daten. Das kann einen extremen Effekt auf das Endergebnis haben. Und es gibt einfach keine standardisierten Datensätze, wo solche Dinge schon vorgegeben sind und wo jeder Wissenschaftler genau die gleichen Voraussetzungen hat. Und das macht es einfach schwierig, da Methoden zu vergleichen. Und auf der anderen Seite ist natürlich Datenschutz immer ein riesiger Punkt. Wir können nicht einfach hingehen und ein Krankenhaus anrufen, hey, schickt uns doch mal eure Daten. Wir würden da gerne einen spannenden Algorithmus programmieren und die finden das super. Aber es ist natürlich, dadurch, dass es medizinische Daten sind,
ist der Datenschutz sehr wichtig und sehr genau. Und da müsste man immer im Voraus Dinge abfragen und Kooperationspläne auch zwischen Universitäten schaffen. Und genau, das macht es halt einfach für uns schwierig, genug große Datensätze auch zu bekommen wieder. Und du hast jetzt also viel über Diagnostik auch gesprochen. Wie ist das denn mit komplexeren Fragen? Also wenn man den Krankheitsverlauf vorhersagen will oder schauen möchte, wer vielleicht gut auf eine bestimmte Therapie anspringt, geht das auch schon oder ist das eher noch Zukunftsmusik? Also das ist auch wieder, dass die Forschung noch in einem sehr frühen Stadium. Aber es ist ein sehr, sehr spannendes Anwendungsgebiet, was wir uns auch anschauen. Also es gibt zum Beispiel rekurrente neuronale Netzwerke, mit denen man untersuchen kann, wie also Vorhersagen auf longitudinalen Daten zu machen, aber auch Bayesian-Modelle zum Beispiel. Das ist aber dadurch, dass es da oft noch weniger Daten gibt und die Daten aktuell erst erhoben werden oder wir über viele Jahre hinweg die Daten erheben müssen, um irgendwie einen lang genug Zeitraum zu haben, ist es sehr, sehr schwierig. Aber das ist, wie du schon sagst, irgendwie klinisch eine sehr spannende Fragestellung. Als letzte Frage, also was glaubst du, wo wird die Forschung in 5 Jahren stehen? Oder was erhoffst du dir? Also ich erhoffe mir einerseits, dass wir deutlich mehr Kooperationen noch haben, international auch mit unterschiedlichen Krankenhäusern und Forschungsteams, dass wir da wirklich große Datensätze haben, dass viel öffentlich geteilt wird auch, also dass jeder die Möglichkeit hat, da mitzumachen und seinen Input zu leisten. Und auf der anderen Seite hoffe ich, dass wir dann schon erste Anwendungen im Krankenhaus auch schon haben oder testweise sowas verwenden zu können. Nicht unbedingt jetzt wirklich so die Diagnostik, die volle, aber zum Beispiel eine semi-automatische Diagnostik, bei der man sagen kann, wir geben eine bestimmte Hilfeleistung für den Radiologen, der wirklich die Entscheidung trifft. Viel gibt es da über Segmentierung, die das gemacht wird, dass irgendwie Läsionen so gehighlightet werden oder eingekreist werden. Aber es gibt eben auch andere Möglichkeiten, die man sich da vorstellen kann, wie man eben zusammen mit dem Radiologen ihn unterstützen kann. Ja, toll. Vielen Dank für das schöne Gespräch und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.